Hallo zusammen, heute möchte ich euch was richtig Cooles vorstellen. Wir müssen unbedingt darüber sprechen. Das hier ist der Akkustaubsauger 200 von Levoht. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, vielleicht wisst ihr es. Ist ein super cooles Gerät. Also ich habe das gesehen und dachte, ob das so gut ist. Ich zeige euch jetzt auch mal, warum. Ich bin so mega begeistert. Also, der hat hier in seinem Saugfuß, also nicht nur, dass er selbst angetrieben wird und hier ein Licht hat, ist es so, dass er eine Rolle besitzt, hier mit so einer Anti-Haar-Verwirrungstechnologie. Da sind keine Bürsten dran, machen wir ein bisschen näher, sondern das sind so Litzen. Diese Litzen sind aber nicht nur aus Gummi, also die haben eine Teilgummilitze, sondern sind auf der anderen Seite in so einem Gewebe. Und das ist so cool, das muss ich jetzt mal sagen, alle Krümel, alles was ein bisschen fester ist, alle Haare, Tierhaare, das wird alles so aufgesaugt und wickelt sich nicht um die Bürste. Ich habe so oft das Problem, gerade so mit den ganzen langen Haaren hier im Haus, dass sich das so um die Bürste wickelt. Dann gibt es ja dieses Messerchen, wo man das alles frei machen kann und so. Das ist auch gut und schön, das ist auch total cool, weil es funktioniert auch. Aber ich hatte jetzt noch keinen Fuß, wo ich echt gar keine Haare drin hatte. Und vor allen Dingen, wenn die Haare sich so ganz stramm da drum wickeln, ist es ganz oft so, dass dann diese Gummilitze einschneidet und dann ist sie kaputt. Also irgendwann passiert das halt, egal wie oft man es sauber macht, weil die wickeln sich drum ganz fest und dann hat man das, ist es wie ein Messer und schneidet halt alles ein. Also ich war am Anfang skeptisch und bin jetzt einfach mega überzeugt. Der liegt jetzt preislich so zwischen 180 und 200 Euro. Im Moment gibt es aber auch ein Angebot. Das ist immer mal da. Also am besten immer alles durchsuchen, bis man das beste Angebot findet. Der ist super einfach zu reinigen. Der lädt unheimlich schnell. Hat hier so einen mini kleinen Akku. Ne? Den kann ich auch, also ist überhaupt nicht schwer. Den kann ich einfach irgendwo hinlegen und dann nur das Gerät, nur den Akku laden oder halt hier mit dieser kleinen Wandhalterung festmachen und dann das ganze Gerät aufhängen. Der steht leider nicht selber. Das ist der einzige oder das einzige Manko, was ich daran gefunden habe. Ich finde, der hat so ein bisschen was von so einer Wasserpistole oder Super Soaker, wie wir früher immer gesagt haben, wo man hier gepumpt hat und dann alle nass gespritzt hat. Also es ist richtig lustig. Da hat mein Sohn mich drauf gebracht. Er ist total schwer, auch wenn man den einzeln benutzt. Hier gibt es noch verschiedene Aufsätze. Einmal hier eine Bürste für das Polster. Da habe ich auch ausprobiert. Also ich habe die eingesprüht mit so einem Polsterreinigungsschaum. Und auch das geht super ab und bleibt halt hier nicht hängen. Ihr seht gerade mit den Bürsten und so, der nimmt echt alles super auf. Für so ein kleines Gerät total cool. Dann hat er hier noch diese Düse für die Zwischenräume und halt auch mit so einem kleinen Bürstchen nochmal. Damit habe ich auch das Auto sauber gemacht. Das war halt richtig praktisch, weil man da ja sonst immer nirgendwo drankommt bei den 1500 Krümeln, die man so hat. Die werden einfach hier aufgesteckt. Die müssen nicht klicken, sondern die steckt man einfach vorne drauf. Also man muss es auch nicht super fest machen, aber es sitzt trotzdem sehr fest. Dann haben wir hier einmal das ganz normale Rohr und da kommt dann der Fuß dran und das Ganze dann hier in das Gerät. Ja, der Fuß, also ich habe dann gedacht, naja gut, wenn das bei den Hartböden super funktioniert, ist das ja auch schon toll. Ja? Aber dann habe ich den Teppich gemacht, was soll ich sagen? Also die Fasern standen 1A. Der hat eine unheimlich tolle Saugleistung und dieses hier mit diesen Gewebe einsetzen, also ich bin da total fasziniert von, dass das so super funktioniert hat. Also ich bin wirklich super begeistert. So, nochmal kurz was zur Handhabung. Also wie gesagt, hier unten sitzt der Akku. Ich habe hier an der Seite einen Knopf, wo ich den Filter rausnehmen kann. Ich muss mal andersrum machen, sonst geht es nämlich nicht. So, den kann ich ganz normal wieder hier unten öffnen
und den Schmutz entnehmen. Und ihr seht es auch, also da ist noch so viel Feinstaub drin, den ich jetzt hier aus dem Polster geholt habe. Das fand ich schon cool. Ein bisschen eklig, aber natürlich sehr cool, dass er das macht. Hier oben sitzt die Filterpartikel drin, dass man das wieder reinmacht. Das kann man auch austauschen oder halt auswaschen. So, dann setzt man das Ganze wieder zusammen und ist direkt wieder startklar. Ist super einfach. Dann hat das Ganze zwei Stufen. Also ich mache den hier an, dann ist der an. Das ist die ganz normale Stufe, also Eco. Und da kann ich nochmal Turbo machen. Oder wieder zurück und auf aus. Ich habe hier halt keinen Griff, den ich ständig festhalten muss oder der mir irgendwie im Weg ist. Nein, also das kann ich wirklich einfach so total cool auch in alle Winkel und Ecken und bringen. Also das klappt wirklich hervorragend gut. Kann ich nichts anderes sagen. Alles lässt sich super reinigen. Die Teile sind aus Hartplastik, die hier oben also gut verarbeitet. Das hier ist Metall. Ich kann das Rohr auch von innen reinigen mit einer ganz normalen Flaschenbürste oder was auch immer. Das hier ist auch alles aus Plastik, aber super verarbeitet. Also hier ist jetzt nichts irgendwo, ob da was übersteht oder dass man irgendwie so eine Nut hat oder so, die irgendwie blöd ist. Nein, gar nicht. Der Fuß, wie gesagt, ist total flexibel, lässt sich zu allen Seiten drehen hier. Den kann ich total gut befahren. Ich hatte erst gedacht, man könnte den hier festklicken, aber das geht nicht. Also der steht nicht von selbst. Oder ich habe es auf jeden Fall noch nicht rausgefunden, aber ich meine nicht. Und ich habe auch nichts in der Bedienungsanleitung gefunden. Also im Großen und Ganzen ist das ein richtig, richtig cooles Gerät. Ich kann es für alles einsetzen. Halt die Handstaubsauger kann man ja sowieso dann, ne, die Treppen absaugen, im Auto saugen, die Teppiche sauber machen, die Polster mal absaugen oder auch die Betten mal absaugen. Also das klappt auch gut. Hätte ich auch nicht gedacht, dass der da so super viel rauszieht. Es lässt sich einfach reinigen. Ich habe nicht hier so 5000 Sachen, die ich rausschrauben muss, wo die Haare drin hängen. Nein, kann ich einfach rausziehen, ausschütten, fertig. Und was ich richtig, richtig, richtig cool finde, ist einfach diese Bürste. Also das ist so krass, was das alles aufsaugt. Normalerweise habe ich oft das Problem, dass wenn ich sauge, dass dann die Krümel und so an der Seite so erstmal zur Seite spritzen und ich muss immer 5, 6 Mal drüber gehen. Das habe ich hierbei tatsächlich nicht, sondern der saugt auch die Seiten mit ein. Das fand ich auch ganz cool. Ja, also ich kann nur sagen, dass ich total begeistert bin, wie ihr ja schon gemerkt habt. Und ja, dass das auf jeden Fall ein Gerät ist, was ich empfehlen würde und wovon ich auch total überzeugt bin. Ja, ihr kennt das ja schon. Wenn es euch gefallen hat oder ihr nichts verpassen wollt, dann lasst gerne ein Like und auf jeden Fall ein Abo da. Und falls ihr noch Fragen zu dem Gerät habt oder ihr schon selber Erfahrungen gemacht habt oder was auch immer, dann gerne in die Kommentare. Und ich freue mich dann darauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Tschüss!